Ex-Schiedsrichter Manuel Gräfe gewinnt Prozess gegen DFB und erhält eine Entschädigung wegen Altersdiskriminierung. So oder so ähnlich lauten die Schlagzeilen nach dem Urteil des Landgerichts Frankfurt am Main vom 25. Januar 2023. Aber kann Manuel Gräfe das Urteil wirklich als Sieg gegen den DFB verbuchen? Schließlich sprach ihm das Gericht mit 48.500 Euro nur rund ein Viertel des Betrags zu, den er in seiner Klage gegen den DFB gefordert hatte. Außerdem kann Manuel Gräfe weiterhin kein Bundesligaspiel mehr leiten. Jedenfalls ein Ziel könnte er erreicht haben. Seine Kolleginnen und Kollegen werden womöglich am 47. Geburtstag nicht ihre Pfeife an den Nagel hängen müssen. Moin, ich heiße Lisa Gerlach, bin wissenschaftliche Mitarbeiterin am Lehrstuhl für Bürgerliches Recht, Arbeitsrecht und Zivilprozessrecht an der Bucerius Law School und promoviere im Sport Arbeitsrecht. Dem aufmerksamen Fußballfan mag bereits aufgefallen sein, dass Schiedsrichter viel früher in den Ruhestand gehen als die restliche arbeitende Bevölkerung. Und zwar bereits mit 47 Jahren. So ereilte dieses Schicksal vor Manuel Gräfe auch schon Thorsten Kienhöfer, Florian Mayer und Peter Sippel. Fielen die Karriereenden nur zufällig auf dasselbe Alter? Muss man an seinem 47. Geburtstag mit einem drastischen Leistungsabfall rechnen? Oder diskriminiert der DFB seit Jahrzehnten seine Schiedsrichter wegen ihres Alters? Bevor wir uns das Urteil des Landgerichts Frankfurt näher anschauen, werfen wir zunächst einen Blick auf den Aufbau des Schiedsrichterwesens in Deutschland und auf das Prozedere der Verteilung der Bundesligaspiele. Wie ist das Schiedsrichterwesen des DFB organisiert? Wie die Spieler fangen auch Schiedsrichter am Anfang ihrer Karriere in der niedrigsten Liga an. Nach bestandener Schiedsrichterprüfung pfeifen sie ihre Spiele, nehmen an Fortbildungen teil und müssen jährlich theoretische sowie praktische Tests absolvieren und Prüfungen bestehen. Ihre Schiedsrichterperformance wird anhand eines Punktesystems durch Beobachter des DFB bewertet. Die besten Schiedsrichter steigen zum Ende der Saison in die nächsthöhere Liga auf. Mit dem Aufstieg in die ersten beiden Bundesligen erhalten sie neben einer Vergütung pro Spielleitung von bis zu 5.600 Euro eine Grundvergütung von bis zu 80.000 Euro pro Jahr, die zu Beginn der Saison ausgezahlt wird. Einmal drin heißt aber nicht immer drin. Die Schiedsrichtervereinbarung schließt der DFB mit zurzeit 64 auserwählten Schiedsrichtern immer nur für eine Saison ab. Die Verteilung der Spielaufträge läuft ausschließlich über den DFB. Der Schiedsrichter kann die Aufträge annehmen oder ablehnen. In seinen Regularien hat der DFB eine Altersgrenze für die Elite-Schiedsrichter nicht festgelegt. Vielmehr setzt er sich zum Ziel, Diskriminierung unter anderem wegen des Alters zu verhindern. Trotzdem erhalten Schiedsrichter seit Jahrzehnten nach ihrem 47. Lebensjahr keine Schiedsrichtervereinbarung für die nächste Saison. Und zwar unabhängig davon, ob sie die theoretischen Prüfungen und die Fitnesstests bestehen. Was hat das Landgericht Frankfurt am Main genau entschieden? Das Landgericht hatte zu entscheiden, ob der DFB seine Schiedsrichter wegen ihres Alters diskriminiert, weil er mit ihnen systematisch ab dem 47. Lebensjahr keine Schiedsrichtervereinbarung mehr abschließt. Außerdem musste es sich darüber Gedanken machen, in welcher Höhe Manuel Gräfe entschädigt wird oder ob ihm sogar ein Schadensersatz für seinen Verdienstausfall zusteht. Die Diskriminierung wegen des Alters ist nach dem Allgemeinen Gleichbehandlungsgesetz verboten. Sie kann allerdings gerechtfertigt sein, dann wäre die Diskriminierung trotz des grundsätzlichen Verbots in Ordnung. Gerechtfertigt wäre die Altersdiskriminierung, wenn das Alter wegen der Art der auszuübenden Tätigkeit oder der Bedingungen ihrer Ausübung eine wesentliche und entscheidende berufliche Anforderung ist, sofern der Zweck rechtmäßig und die Anforderung angemessen ist. Kurz gesagt, die unterschiedliche Behandlung muss gerechtfertigt sein, damit sie zulässig ist. Das Landgericht hatte aber keine Rechtfertigung für die Diskriminierung gesehen. Die Altersgrenze von 47 Jahren sei nur willkürlich gewählt. Zwar baue die körperliche Leistungsfähigkeit mit zunehmendem Alter ab, was im Leistungssport sehr schnell das Aus bedeutet. Warum diese Grenze exakt bei 47 Lebensjahren liegen soll, sei aber weder wissenschaftlich belegt noch durch einen Erfahrungswert begründet.
Außerdem seien die Leistungstests und Nachweise gegenüber einer starren Altersgrenze vorzugswürdig. Wichtig ist, dass der DFB die Altersgrenze gar nicht in seinen Regularien aufgenommen haben muss, um zu diskriminieren. Laut dem landgerichtlichen Urteil genüge die tatsächlich praktizierte Altersgrenze. Auch wenn noch andere Gründe eine Rolle gespielt haben sollten, sei es zudem ausreichend, wenn das Alter für das Ende der Schiedsrichterlaufbahn zumindest mitursächlich gewesen sei. Wir halten also fest, der DFB diskriminiert seine Schiedsrichter, wenn er sie pauschal ab ihrem 47. Lebensjahr nicht mehr für Spieleinsätze berücksichtigt. Wie kommt das Gericht denn nun auf die Entschädigungssumme von 48.500 Euro? Der Entschädigungsanspruch folgt aus § 15 Absatz 2 AGG, der verschuldensunabhängig gewährt wird. Dort ist von einer angemessenen Entschädigung in Geld die Rede. Ersetzt wird dadurch der immaterielle Schaden. Der Anspruchsinhaber soll eine Art Schmerzensgeld erhalten. Die Rechtsprechung geht davon aus, dass eine Entschädigung von 1 bis 2 Bruttomonatsgehältern angemessen ist. Nehmen wir also an, Manuel Gräfe erhielt eine Grundvergütung von ungefähr 70.000 Euro pro Saison und leitete fast jede Woche ein Spiel, für das er mit 5.600 Euro vergütet wurde, hat sich das Gericht wohl an einer Summe von 2 Bruttomonatsgehältern orientiert. Einem Anspruch aus § 15 Absatz 1 AGG auf Ersatz von materiellen Schäden, insbesondere auf Zahlung des Verdienstausfalls, hat das Gericht Manuel Gräfe nicht zugestanden. Er hätte, so das Gericht, beweisen müssen, dass er ohne die Altersgrenze tatsächlich bei der Listenaufstellung berücksichtigt worden wäre und Spiele geleitet hätte. Dafür hätte er nicht nur erklären müssen, dass er für die Stelle geeignet, sondern das Gericht davon überzeugen müssen, dass er der bestgeeignetste Bewerber gewesen sei. Überzeugt der Beschluss des LG Frankfurt? Unter dem Vorbehalt, dass ich bislang nur die Pressemitteilung kenne, teilweise ja, teilweise nein. Es überzeugt, dass das Gericht die klare Altersdiskriminierung als solche erkennt und den DFB nicht mit seiner Argumentation davonkommen lässt, die Altersgrenze sei doch gar nicht in seinen Regularien enthalten. Schiedsrichter wie Felix Brüch, der am Anfang dieser Saison 47 Jahre alt geworden ist, können womöglich aufatmen und damit rechnen, dass sie auch in der nächsten Saison Bundesligaspiele pfeifen dürfen. Nicht überzeugend finde ich die Entscheidung, einen Schadensersatz nach § 15 Absatz 1 AGG abzulehnen. Wenn man davon ausgeht, dass Manuel Gräfe die Fitnesstests besteht und das Regelwerk nicht mit seinem 47. Geburtstag komplett vergessen hat, ist er aufgrund seiner jahrzehntelangen Erfahrung und seiner herausragenden Schiedsrichterleistungen einer der besten Schiedsrichter Deutschlands. Zwar verlangt § 15 Absatz 1 AGG, dass der Anspruchsteller der bestgeeignetste Bewerber für die eine ausgeschriebene Stelle ist, das ist übrigens in der Praxis fast nie zu beweisen. Der DFB schließt mit seinen Schiedsrichtern jedoch immer nur auf eine Saison befristete Verträge, sodass für jede Saison wieder alle 64 Stellen frei sind. Manuel Gräfe hätte somit nur der bestgeeignetste Schiedsrichter für eine dieser 64 Stellen sein müssen. Das ließe sich, wie ich finde, einfach begründen. Wie geht es weiter und welche Auswirkungen hat das Urteil? Sowohl der DFB als auch Manuel Gräfe warten nun erst einmal das schriftliche Urteil mit seiner Begründung ab. Beide Parteien haben nicht ausgeschlossen, in die nächste Instanz vor das Oberlandesgericht Frankfurt zu ziehen. Auch für uns bleibt interessant, wie das Landgericht seine Entscheidung begründet, einen Schadensersatzanspruch nach § 15 Absatz 1 AGG abzulehnen und welchen Maßstab es in dem Zusammenhang an die Beweislast von Manuel Gräfe angelegt hat. Eines aber bleibt in jedem Fall. Ein Gericht hat erstmals festgestellt, dass der DFB diskriminiert, jedenfalls seine Schiedsrichter aufgrund ihres Alters. Die Altersgrenze von 47 Jahren ist zwar nicht in den Regularien des DFB schriftlich fixiert, wird jedoch ausnahmslos seit Jahrzehnten praktiziert. Das reicht für eine Diskriminierung wegen des Alters aus. Manuel Gräfe wird ein Entschädigungsanspruch in Höhe von 48.500 Euro zugesprochen. Als Elite-Schiedsrichter darf er jedoch nicht mehr pfeifen. Dafür hat er seinen Kolleginnen und Kollegen vielleicht dazu verholfen, auch noch nach ihrem 47. Lebensjahr Pflichtspiele der Lizenzligen zu leiten oder jedenfalls einen Platz auf der Schiedsrichterliste zu erhalten. Ob ein Schiedsrichter eine Partie leiten darf, entscheidet nämlich immer noch allein der DFB.